Du hast keinen Bock auf Pickel oder unreine Haut? Kann ich verstehen. Deshalb solltest du die nachfolgenden grundlegenden Tipps auf jeden Fall beherzigen. Ich bin kein Arzt, ich bin auch kein Dermatologe. Aber ich bin euer Online-Bruder hier auf YouTube und ich kann euch sagen, was mir persönlich geholfen hat, um reinere Haut zu bekommen. Und ich kann euch einfach ein paar grundlegende Tipps mit an die Hand geben, die euch auch helfen können, um einfach bessere Haut zu bekommen. Wenn sich das für dich interessant anhört, dann spitz jetzt mal deine Öhrchen. Kommen wir zum ersten Punkt. Beim ersten Punkt sind Wissenschaftler sich komplett uneinig. Ich weiß aber für mich, dass auf jeden Fall gute Ernährung auch Einfluss auf meine Haut hat. Denn ich kann die Uhr danach stellen. Wenn ich zum Beispiel mich schlecht ernähre, ja, mit Burger, Pizza, also irgendwas an Junkfood zu mir nehme, dann kann man die Uhr danach stellen. Locker 2-3 Tage später sieht meine Haut schlechter aus und ich habe hier oder da auch einen Pickel. Es gibt übrigens tatsächlich auch Hinweise, dass Akne so ein bisschen mit unserer westlichen Ernährung zusammenhängt. Heißt, wir haben ja hier viele Kohlenhydrate, wir haben viele Milchprodukte und auch viele Fettsäuren in unserer Nahrung. Und es gibt tatsächlich Hinweise, dass Akne damit möglicherweise zusammenhängt. Wie gesagt, Wissenschaftler sind sich uneinig. Ich kann für mich aber sagen, gute Ernährung hat definitiv einen Einfluss. Was bedeutet das für dich? Ich kann dir auf jeden Fall empfehlen, dich einfach gut zu ernähren. Ja, versuch auf ausgewogene Kost zurückzugreifen, dich einfach gesund und vital zu ernähren. Und wenn du die Möglichkeit hast und auch die Zeit hast, dann koch auch einfach zu Hause. Ja, da weißt du eh, was drin ist und außerdem macht das Ganze noch Spaß. Also wenn du die Möglichkeit hast, versuch frisch zu kochen. Das ist aus meiner Sicht definitiv gut für deine Haut. Das A und O gegen unreine Haut ist ganz klar eine gründliche Reinigung. Und ich weiß, viele Männer da draußen waschen sich einfach wie folgt, die hauen sich einfach ein bisschen Wasser durchs Gesicht und fertig. Aber, liebe Männer, ihr brecht euch doch keinen Zacken aus der Krone, wenn ihr einfach noch ein Waschgel dazu nehmt, denn das Wasser haut ihr euch ja eh ins Gesicht und dann könnt ihr euch auch noch ein bisschen Waschgel ins Gesicht hauen. Das ist doch gar kein Problem, denn so könnt ihr eure Haut einfach wesentlich gründlicher reinigen. Und wenn ihr auf der Suche seid nach einem bestimmten Waschgel, achtet darauf, dass komedogenfrei oder nicht komedogen da drauf steht. Das bedeutet, dass diese Waschgele keine Pickel verursachen. Wenn du sehr empfindliche Haut hast, dann würde ich auch darauf achten, dass das ein pH-neutrales Waschgel ist und es einfach, ja, sanft zu deiner Haut ist. Ich persönlich habe das damals so gemacht, als ich Teenager war und wirklich arge Probleme mit unreiner Haut hatte. Ich habe einfach verschiedene Waschgele ausprobiert und habe dann einfach persönlich nach meinem Gefühl entschieden, welches Waschgel am besten gewirkt hat. Und dann bin ich einfach bei dem geblieben. Kann ich dir an dieser Stelle auch empfehlen. Probier dich da einfach ein bisschen aus und entscheide dann einfach nach deinem persönlichen Gefühl. Wichtig ist auf jeden Fall nur, dass du für deine Reinigung deines Gesichtes nicht nur Wasser verwendest. Und um wirklich die maximale Reinigung hinzubekommen, Leute, machen Profis Folgendes. Und da du dieses Video anschaust, weiß ich, dass du auch ein Profi bist. Und falls du so einen Teil noch nicht hast, ja, dann wird es allerhöchste Zeit, denn Profis machen sich ihr Gesicht mit einem Reinigungsgel oder Waschgel und einer Reinigungsbürste sauber. Denn mit dieser Kombination aus Waschgel oder Reinigungsgel und elektronischer Gesichtsreinigungsbürste kannst du wirklich die maximale Reinigung des Gesichtes erzielen und so halt bestmöglich auch Pickel und unreine Haut vermeiden. So eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste hat pulsierende Silikonnoppen und damit bekommst du tatsächlich bis zu 99,5% an Schmutz oder Ölrückständen von deiner Haut runter und hast so wirklich eine maximale und porentiefe Reinigung. Außerdem werden mit so einer Gesichtsreinigungsbürste noch abgestorbene Hautzellen abgetragen und ich kann dir jetzt schon versprechen, wenn du das einmal ausprobiert hast, so eine elektronische Gesichtsreinigungsbürste in Kombination mit einem guten Waschgel, dann wirst du nie wieder dein Gesicht auch nur noch mit Wasser waschen. Ich persönlich mache das so, ich benutze die Gesichtsreinigungsbürste jeden Morgen, die liegt bei uns in der Dusche, das Teil ist nämlich wasserdicht, benutze das jeden Morgen und dann auch nochmal abends, wenn ich zu Bett gehe, einfach für eine Minute und Leute, eine Minute sich mit einer elektronischen Gesichtsreinigungsbürste und einem Waschgel waschen, ist echt keine Kunst und das kann wirklich jeder, wenn er wirklich reine Haut haben möchte. Übrigens, Links zu Produkten, die euch weiterhelfen, um reine Haut zu bekommen, packe ich unten in die Infobox rein. Schaut da einfach mal rein, ich bin mir sicher, da werdet ihr fündig. Den nächsten Punkt unterschätzen ganz viele Leute und zwar frische Handtücher. Als allererstes Mal, wenn du zum Beispiel noch zu Hause wohnst, bei deiner Mama, bei deinen Eltern, solltest du definitiv ein eigenes Handtuch haben. Sprich, nutz nicht das Handtuch von deiner Mama, von deinem Papa oder deinem Bruder, sondern du solltest auf jeden Fall ein eigenes Handtuch haben. Zudem solltest du auch ein separates Handtuch haben, das heißt ein separates Handtuch für dein Gesicht. Also nicht deine Hände zum Beispiel mit einem Handtuch abtrocknen und anschließend dein Gesicht damit abtrocknen, denn dann ist es möglicherweise so, dass du Dreck, den du vielleicht auch in den Händen hattest, dann in dein Gesicht verteilst. Und das möchtest du logischerweise nicht. Also meine ganz klare Empfehlung, nutze ein
separates Handtuch, ausschließlich nur für dein Gesicht. Und nicht vergessen, dieses Handtuch natürlich auch immer regelmäßig zu waschen bei 60 Grad, damit es auch immer sauber ist. Und für die Leute, die zum Beispiel sehr empfindliche Haut haben, habe ich jetzt noch einen Pro-Tipp an dieser Stelle. Wenn du deine Haut gerade gereinigt hast und deine Haut wirklich sehr empfindlich ist, dann nutz kein normales Handtuch, sondern nutz einfach so ein Mikrofaserhandtuch. Das ist nochmal weicher, denn bei Handtüchern ist das ja manchmal so, dass die Handtücher vielleicht ein bisschen härter sind. Dann nutz so ein Mikrofaserhandtuch und trockne dich damit ab. Den nächsten Punkt hatte ich früher gar nicht auf dem Schirm, aber er ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und zwar Kopfkissenbezüge regelmäßig wechseln. Warum ist das so wichtig? Bei mir ist das zum Beispiel so, ich bin jemand, der schwitzt sehr viel nachts. Mir hat das damals, als ich zum Beispiel bei meinen Eltern noch gewohnt habe, als Teenager, ja niemand gesagt. Denn es liegt ja niemand neben dir, der dir sagt, hey, du schwitzt nachts ganz schön viel auf deinem Kissen. Von daher war ich sehr froh, dass mir dann irgendjemand mal gesagt hat, hey Daniel, du schwitzt nachts super viel. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, das ist natürlich nicht so gut, wenn ich nachts viel schwitze, denn auf dem Kissen sammelt sich dann natürlich so ein Schweiß-Öl-Gemisch von deiner Haut. Und wenn du dich tagtäglich dann da drauf legst, abends, wenn du zu Bett gehst, ja, das ist natürlich nicht gerade förderlich für reine Haut. Was bedeutet das für dich? Ich empfehle dir an dieser Stelle auch einfach darauf zu achten, dass du regelmäßig deine Kissenbezüge wechselst, damit du auf jeden Fall sicherstellst, dass die Kissenbezüge immer ordentlich und sauber sind. Kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar passende Cremes zur Haut auswählen. Was meine ich damit? Bei den meisten Männern oder jungen Männern, Teenagern ist es so, die schauen einfach, was hat der Papa eigentlich an Hautpflege, und dann steht da meistens immer so eine blaue Dose mit einer fettigen Creme, mit einer weißen Aufschrift drauf, die nutzt der Papa, dann kann man die selber ja auch nutzen, denn was der Papa nutzt, ist vielleicht ja auch gut für einen selber. Nein, Leute, ihr solltet erstmal herausfinden, was für eine Art Hauttyp ihr persönlich habt und darauf basierend dann auch eure Pflege auswählen, heißt eure Creme auswählen. Wenn ihr nämlich zum Beispiel dazu neigt, sehr ölige und fettige Haut zu haben und dann greift ihr auch noch auf eine fettige Creme zurück, ja, könnt ihr euch natürlich vorstellen, das ist kontraproduktiv. Deshalb erstmal herausfinden, was man überhaupt für eine Haut hat. Heißt, hat man eher eine ölige Haut, eher eine trockene Haut, eher eine Mischhaut oder eine normale Haut, und darauf basierend dann passende Cremes auswählen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Die Dinger kennst du wahrscheinlich von Instagram oder aus dem Drogeriemarkt, denn mittlerweile gibt es solche Teile wirklich in jedem Drogeriemarkt. Die Rede ist von Gesichtsmasken. Persönlich habe erst vor 3 Jahren, ja, roundabout, das erste Mal eine Gesichtsmaske ausprobiert. Also falls du auch noch nie eine Gesichtsmaske ausprobiert hast, ja, kein Problem. Ja, jetzt kann es soweit sein, denn so eine Gesichtsmaske ist echt super entspannt. Ja, also wenn du die aufsetzt, ist es mega entspannt. Gleichzeitig tust du deiner Haut was Gutes. Und ja, hast du 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen, tust deiner Haut was Gutes, tust dir was Gutes, entspannst ein bisschen. Von daher solltest du auf jeden Fall mal versuchen, so eine Gesichtsmaske in deine Hautpflegeroutine zu integrieren. Vielleicht einmal im Monat das Ganze machen und fertig. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch mit dem heutigen Video ein bisschen weiterhelfen und ihr konntet was Nützliches aus dem Video rausziehen. Ich packe euch Links zu verschiedensten Produkten gegen unreine Haut einfach mal unten in die Infobox rein, die mir persönlich geholfen haben. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und drücke euch allen die Daumen, ja, beim Kampf gegen unreine Haut. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal.